Wir beginnen mit Tau. Er hatte zum Beispiel auch dieses Spielchen gemacht. Wer live, wir waren alle live im Discord, als der Move passiert ist. Es war echt schön zu sehen, wie alles gedroppt ist. Ich glaube auch minus 20. Guck mal, minus 25% für so einen stabilen Bruder wie Tau war da schon ordentlich. Aber wir sehen auch hier wieder, dass selbst bei so heftigen Drops der Markt sich an gewisse Regeln hält. Denn bis wohin ist er denn gelaufen oder wo hat er dann angefangen zu stoppen? Der Kollege schlürft sich hier einmal die ganze Liquidität und pusht wieder komplett zurück und wird wieder nach oben gedrückt. Und da hängen wir jetzt. Wenn man sich das wieder im Wochenchart anschaut, hat sich eigentlich nichts verändert. Wenn du dir das so anschaust, das dann wegmachen. Also nach wie vor hat sich bei Tau aus meiner Sicht noch nichts verändert. So, wenn du dir das anschaust, haben wir gesagt, hier ist ein Einkaufsbereich, ich weiß noch, 400 hatten wir angepeilt, glaube ich. Und wenn wir jetzt anschauen, ist ja nichts Großartiges. Wir sehen hier die ganze Zeit die Wicks. Jetzt haben wir mit einem heftigen Push nach unten diese beiden Lows hier rausgenommen und sind wieder zurückgeschnellt. Das heißt, eigentlich ist das, wenn wir das FIP wegmachen würden, auch wieder so eine ekelhafte Range, in dem der Markt gerade dreht. Aber nichtsdestotrotz, wenn BTC nochmal zur barbarischen Korrektur ansetzen sollte, dann warte ich hier unten auf jeden Fall drauf, 240, 200 rum, dass wir da nochmal eintauchen. Und ich meine jetzt wieder, selbst bei so einem wirklich eigentlich standhaften, super performenden Kollegen wie der Tau, haben wir ja gesehen, dass so eine 5% Korrektur am Freitagnachmittag auch mal so ein Tau 25% dippen lässt. Was glaubst du, wenn BTC dann nochmal Richtung 50.000, was oder jetzt einfach mal gesagt, ne? Was dann hiermit passiert. Deswegen müssen wir uns immer sagen, okay, hier ist die erste Einkaufszone, hatten wir schon oft besprochen, dann ist hier erst die nächste. Da haben wir einen schönen Durchschnittspreis, wir haben uns schön Luft gemacht. Wenn er dann hier drunter nochmal dippen sollte, hier ist halt auch so ein riesiger Hohlraumbauteil. Ich will es jetzt Tau-Freunden auch nicht zu viel Angst machen, aber wir müssen uns halt auf alles vorbereiten immer. Deswegen können wir auch nicht böse überrascht werden. Aber deswegen, also hier ist ein Einkaufsbereich nach wie vor und dann aber erst wirklich erst 886 hier 250 bis 200 nach unten hin. Dazwischen mache ich nichts. Also hier dieser ganze Hohlraum juckt mich nicht. Wie Resetio habe ich, glaube ich, gestern noch im Discord gepostet. Dinge, die richtig am Arsch sind und auf den Deckel kriegen, sind für mich interessant. Ja, ich habe mir den auch gestern länger angeguckt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier tief gehen und weiter runterlaufen und der Markt bricht. Ich meine, hier, wie Resetio war, glaube ich, Top-Loser am Freitag. Aber guck mal, er hat 31% verloren. Aber er hat fast so viel verloren wie Tau auch. Oder Tau hat fast so viel verloren wie Resetio. Wir hatten uns dieses Level irgendwann mal angeguckt. Ich weiß noch, ich hatte noch ein altes Video rausgekramt. Eins der ersten auf YouTube war es, habe ich gesagt, das hier unten finde ich eigentlich ganz interessant zum Kaufen. Da wurde ich, glaube ich, auch als Trottel beschimpft. Jetzt sind wir da und jetzt möchte wahrscheinlich keiner kaufen. Was natürlich auch dazu kommt, ist, also fundamental, da weiß der Bruder Cash with Dave, kennt sich da auch besser aus. Ich weiß, dass hier irgendwo FAT war, irgendwo, als wir hier runterkamen, aber da ist der gesamte Kryptomarkt auch runtergegangen. Deswegen eigentlich, wenn wir uns das anschauen, ist von den Tranchen her, wenn wir jetzt sagen, ey, ich habe jetzt Summe X, die packe ich auf jeden Fall in die Resity. Dann wäre das hier ein Bereich, wo wir gerade sind. Dann wäre das hier unten ein Bereich. Dann wäre das hier unten ein Bereich. Und auch wenn das jetzt alles wieder krank und utopisch aussieht, es muss ja nicht bis hier hinkommen, aber ich bin vorbereitet. Und wenn ihr nur hier meine Level abarbeitet oder wenn man sich das anguckt, ich kaufe jetzt einmal hier, dann sehen wir, dass wir einmal hier gekauft haben, dann wenn wir diesen Weg zurücklegen, machen wir 183 und dann, wenn wir hier einkaufen, dann würden wir schon 347% machen. Also nur diese Geduld zu haben, einmal hier zu kaufen und einmal dort dann wieder nachzulegen, macht dann halt prozentual schon einen krassen Unterschied. Und das ist halt für mich das Wichtige. Ob Resetio das nochmal packt oder wie die drauf sind, dazu möchte ich nichts sagen. Aber es geht für mich darum, wenn wir eine Summe haben, die ich in VRA reinballern will, dann muss ich das wieder gestaffelt machen. So würde ich da vorgehen. Also jetzt gerade finde ich ihn interessant. Vor allen Dingen, wenn, wir müssen ja immer andersrum denken, BTC stürzt und dann sind wieder alle bärisch, aber BTC setzt schon wieder zur Korrektur hin, die meisten kommen ja dann schon gar nicht hinterher. Was ist denn, wenn Resetio, wenn wir jetzt Resetio hier schon mal einmal kaufen, weil wir hier in einer schönen Zone unten sind, BTC pusht nochmal hoch Richtung 80k oder so und zieht den ganzen Kryptomarkt vorher nochmal mit, dann könnte Resetio, wenn er mitgezogen wird, allein 200% machen. Jetzt nur markttechnisch und vom Chart her.
wäre es durchaus realistisch, dass wir hier 200% mitmachen, den dann verkaufen und dann vielleicht beim nächsten Drop nochmal, also Drop hier drunter nochmal einsteigen. Das wäre für mich das bestvorbereitetste Szenario. Das ist für mich ja wichtig, dass ich sehe, wenn ich wo ich mich einkaufen möchte, dass es auch Sinn macht, dass ich die Korrekturphasen habe, dann für mich auch wieder Sinn machen, um mir da dann die Profite zu gönnen. Also jetzt ist ein schöner Punkt. Danach, also die Zahlen sieht man, glaube ich, bei YouTube nicht, sondern das ist hier unten bei 00244 ungefähr, sich hier. Wenn ihr euch das in Trading View anschaut, könnt ihr euch das hier reinziehen und dann hier ganz unten. Ich denke, da werden wir vorher nochmal drüber reden, da gehen wir vorher nochmal live. Wir betreuen die Reset hier sowieso.